So, heute habe ich ein wunderschönes Team-Deathmatch, Carrington Winter. Wir nehmen das wunderschöne SWT-40, Rotpunkt, Schnellfeuer und den Griff, damit wir auch wunderbar den Feuerstoß, den Rückstoß, eher gesagt, kontrollieren können. Ich habe kein besonderes Thema für heute, außer halt kurz über das SWT nochmal zu reden. Das habe ich zwar schon gemacht, aber ich muss sagen, es ist jetzt ja etliche Monate später. Das Spiel ist schon lange draußen, es gibt viele neue Waffen und auch viele Waffen haben sich ja behauptet und viele haben sich auch wiederum nicht behauptet. Und ich muss sagen, ich verstehe nicht, warum das SWT-40 aus meiner Sicht, also so sehe ich es, sich nicht behauptet hat. Ich spiele am PC, ich weiß nicht, wie es auf der Konsole ist. Konsole und PC unterscheiden sich sehr, sehr, sehr oft in den Waffen, die benutzt werden. Muss ich ehrlich sagen, auf der Konsole habe ich schon oft mitbekommen, Fallschirmjägergewehr 42, also FG42 wird häufig benutzt. Und naja, hier auf dem PC sehen wir tatsächlich öfter das 1941 anstatt das FG42. Aber es sind ja so kleine, feine Unterschiede, gibt es ja immer so. Base-technisch gesehene Unterschiede, welche Waffe wo besser sich spielen lässt. Das ist ja wirklich so gesagt. Manche Waffen lassen sich da besser spielen, manche hier. Und ganz simpel gesagt, das SWT-40 ist ein sehr starkes Gewehr. Es ist ein 2-3-Hit. Ich habe immer wieder gehört, das SWT-40 ist ein 3-Hit-Gewehr. Manchmal, muss ich ehrlich sagen, ist es aber auch ein... ich habe immer wieder gehört, dass SW-42... Was ist das? So, SW-42 meinte ich natürlich nicht. Ich meinte das SWT-40, das ist ein russisches semiautomatisches Gewehr. Es ist wohl eine der besten Semi-Waffen, die es hier im Spiel gibt. Beziehungsweise Einzelschusswaffen, wie man will. Und ich wollte sagen, die meisten Leute sagen, besagtes Gewehr SWT-40, ich hab's jetzt habe ich es in meinem Kopf mit der 42 wegen dem FG-42. Jetzt habe ich das voll in meinem Kopf und krieg's nicht mehr raus. Das SWT-40 ist eine Two-Hit-Waffe. Wird mir immer und immer und immer wieder gesagt. SWT-40, Two-Hit, Two-Hit, Two-Hit. Ich muss sagen, SWT-40, Two-Hit. Ja. SWT-40, 100% Two-Hit. Nein. Ich habe in viel mehr Fällen mit der SWT-40 eine 3-Hit-Waffe. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich mache oft mit der SWT-40 Two-Hits. So ist es nicht. Aber ich mache genauso auch mit der SWT-40 viel öfters 3-Hits. Das heißt also, das SWT-40 ist ein Mittelding zwischen 2 und 3-Hit. Deswegen ist es eine der mittelstarken Waffen. Es ist wie das M1 Karabiner. M1A1 eher gesagt. Es ist halt so ein Mittelding zwischen 2 und 3-Hit. Je nachdem, wo man trifft. Auf dem Oberkörper 2-Hit, genauso wie bei allen anderen Waffen der Semi-Reihe, sonst halt 3-Hit. Genauso ist das Gewehr 43 auch einzuordnen in meinen Ansichten. Und ja. Ich habe jetzt hier aber auch noch eine Kleinigkeit, muss ich ehrlich sagen, was mir im Video auffiel, beziehungsweise was mir nicht im besagten Video auffiel. Ich habe heute COD gespielt und dann habe ich einen kleinen Clip bekommen. Und zwar genau den hier, den ihr jetzt seht. Er ist klein eingeblendet um eine Ecke und es passiert was Komisches. Achtet genau darauf, was er verliert, wenn ich ihn kille. Habt ihr es gesehen? Wenn nicht, hier ist nochmal das Standbild. Er verliert ein Care Package. Wisst ihr, wo ich das Care Package schon mal gesehen habe? COD MW2. Das andere COD-Projekt auf meinem Kanal. Ich habe gar nicht mitbekommen. Ich habe danach gegoogelt. Ich habe mitbekommen, nachdem ich heute gegoogelt habe, dass das wohl öfters schon passiert ist. Dass das wohl schon öfter vorgekommen ist, dass Leute besagte Care-Packages gesehen haben. Ich hätte das bis dato nicht gewusst. Ich habe es echt nicht gewusst. Scheinbar sieht es so aus, dass eine Throwback, in Anführungszeichen Throwback-Liste, als geleaktes Foto erschienen ist, wo Perks, zum Beispiel Kommando oder Plünderer oder Martyrium, vorhanden sind. Bekannte Perks aus COD MW2 mit dem Namen Throwback-Liste. Ich bin mir unsicher, was genau diese Throwback-Liste ist. Ich werde auch nicht sagen, dass es zu 100% ins Spiel kommt oder so. Es kann sein, dass sie was getestet haben für
irgendein Projekt, was vielleicht wirklich hier in CODWW2 geplant ist oder nicht. Das werden wir aber auch nur wissen, wenn es dann soweit angekündigt wird oder auch offiziell gesagt wird. Ich halte es erstmal für sehr skurril, dass wir diese Packages haben. Ich denke wirklich, das ist eine kleine Sache, so im Sinne von uns heiß machen auf CODMW2 Remastered, was ja am Ende nächsten Monats rauskommen soll. Ich kann mir auch gut denken, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, eine Sekunde, dass es wirklich so eine Art Heißmache drauf ist, um Spekulationen anzutreiben, weil es ist wirklich das Care-Package, was wir aus MW2 kennen, als kleines Heißmachen, genauso wie die Throwback-Liste, waren bekannte Perks aus MW2. Könnte wirklich sein, dass es geleakt, mit Absicht geleakt wurde, also gelassen wurde, nur um dieses Spiel anzukündigen und ein bisschen uns heiß drauf zu machen. Ich kann heute nicht reden. Es tut mir leid dafür. Es tut mir echt leid dafür, dass ich da gerade nicht drüber reden kann. Also so richtig. Ich bin der Meinung, wir haben es hier mit einer Art sehr großen Ansicht zu tun, also einer sehr großen Sache. Wir können jetzt nicht sagen, das ist offiziell, das ist nicht da, weil ich habe mir das Video angeschaut, in-game ist es nicht gedroppt, wo ich gespielt habe. Nur während der Bronze-Killcam haben wir es gesehen. Während ich gespielt habe, war es nicht da. Das habe ich mir an den Videodatei angeguckt. Ich denke mal, das ist wirklich so eine Sache, solange es nichts Offizielles gibt, kann man nicht sagen, ob es wirklich eine offizielle Sache ist in Richtung Release von irgendeiner Throwback-Liste oder irgendwelchen Planungen dahin. Es kann alles wirklich nur Heißmacherei sein, also den Hype um MW2 Remastered sein, dass wir uns darauf mehr freuen sollen und mehr freuen tun können. Das wurde ja schon um einiges früher angekündigt als die Leaks zum Thema MW2 Remastered und ich hoffe einfach mal, dass ihr das jetzt so ungefähr verstehen könnt, wenn ihr wisst, was es mit den Care-Packages bzw. den Plünderer-Packages auf sich hat oder auch mit der Throwback-Liste, die ich gesagt habe. Lasst es mir doch in den Kommentaren da und sonst sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Remske, haut rein, ciao.